Hi, Isabel Kauskant, ihr seid bei Angie. Wir sind bei der Gesichtsgymnastik, Teil 6. Ja, und ich möchte mit euch die Wangen entspannen. Dazu brauchen wir die Hände. Wir falten. Jetzt hast du hier deine beiden Daumen. Ja? Jetzt musst du mal genau gucken, was ich mache. Ich setze die Finger an und ziehe an den Wangenknochen hoch. Und ich lasse wieder los, gehe wieder ein bisschen tiefer und ich ziehe. Probier mal, ob das geht. Funktioniert? Ich hoffe ja. Einfach streichen und wegziehen. Streichen, wegziehen. Streichen, wegziehen. Streichen, wegziehen. Streichen, wegziehen. Gehen wir auf die andere Seite. Genau dasselbe. Die Daumen ziehen die Haut nach außen. Yes. Probier nochmal. Ungefähr 10 Mal jeder Seite. Und dann haben wir 2 Durchgänge. Das heißt, du hast 20 Wiederholungen ungefähr. Du wanderst einfach von unten nach oben. Und nochmal. Noch ein bisschen. Spür deine eigenen Muskeln. Die kann man nämlich sehr gut spüren. So, letzte. Und dann geh auf die andere Seite nochmal. Dann haben wir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow, also ich fühle mich gut, ich fühle mich wie neu. Und dann kannst du so ein bisschen auch lockern noch mit deinen Fingern. Ohne großen Druck jetzt. Einfach nur ein bisschen entspannen. Klopfen. Ja, dann haben wir schon fertig. Wow. Auch hier wieder Durchblutung angeregt, Muskeln angespannt, Muskeln entspannt. Und das alles ergibt einen richtig rosigen Teint. Und also ich fühle mich richtig gut danach. Und was natürlich passieren kann, wenn du das jetzt neu übst sozusagen, dann kann es passieren wirklich, dass du im Gesicht Muskelkater bekommst. Also übertreib es nicht. Ich mache auf jeder Seite immer 10 Mal und mache dann 2 Durchgänge. Also hast du 20 Wiederholungen. Reicht pro Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal.